Ja, vielen Dank für die herzliche Einladung von den Fridays for Future und schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe also heute die Aufgabe, Ihnen was über Straßenbahnen zu erzählen und warum das relevant ist in unseren Zeiten, werden Sie hoffentlich am Ende der Vorlesung dann verstanden haben. Worum geht es also? Es geht um den Klimawandel, sonst wäre ich wohl kaum von Fridays for Future eingeladen worden. Aber es geht eben nicht nur um den Klimawandel, sondern auch um die Frage, was bedeutet das für uns und was müssen wir unternehmen, damit das Ganze nicht so schlimm wird, wie man das oft glauben mag. Ich habe Ihnen hier mal ein Bild aus den 30er Jahren aus der Prärie in Amerika mitgebracht. Und das habe ich nur als Beispiel dafür gebracht, dass man sieht, dass die Menschen eben Möglichkeiten haben, ihre Umwelt zu verändern. In dem Fall hier haben sie die Welt der Indianer und Bisonherden mehr oder weniger ausgerottet und eigene Agrarkulturen angelegt. Und was man hier sieht, ist, dass die Natur in dem Fall dann zurückgeschlagen hat, sodass das Land vorerst für Menschen unbrauchbar geworden ist. Bei uns geht es aber um den Klimawandel und das ist ein viel größeres Phänomen, was auf uns zukommt. Und Sie alle kennen sich ja damit schon aus. Ich brauche Ihnen die einfachen Dinge nicht mehr erklären. Sie wissen, was wir machen müssen, ist, wir brauchen internationale Anstrengungen. Wir müssen unsere CO2-Emissionen graduell reduzieren. Und wenn man das dann macht und schon ein paar Jahre dabei ist, dann merkt man früher oder später, dass alles ein bisschen langsamer geht, als man sich das gewünscht hat. Und die meisten Menschen vertrauen aber, dass das schon noch klappen wird. Das ist so aus meiner Sicht das, was ich so beobachte bei den vielen Kollegen, die in dem Bereich tätig sind. Die Folgen davon kann man sich in Modellen ausrechnen. Was folgt daraus? Wir werden trotzdem Klimakipppunkte überschreiten. Das Erste, was aus meiner Sicht passieren wird, sind Missernten und Hungersnöte. Wir haben das selbst in Deutschland gemerkt, dass bei ein paar heißen Sommern die Ernten nur noch halb so stark sind und dass das in anderen Ländern viel schlimmer ist, wissen wir auch. Dann wird es Wetterkatastrophen geben, es wird Migration geben wegen Dürre, Trockenheit, Hunger und was weiß ich alles. Daraus werden vermutlich Aufstände und Terrorismus gestärkt herauskommen und letztlich werden viele Völker in Not sein und wie das weitergeht, will man sich im Detail alles gar nicht so genau ausrechnen. Das ist aus meiner Sicht das, was im Moment und seit Jahren läuft und auch in der Klimakonferenz in Glasgow wieder gelaufen ist. Ich sehe eigentlich nur eine zweite Option dazu. Die zweite Option wäre, dass man viel radikalere Veränderungen macht. Vor allen Dingen muss unsere Weltwirtschaft komplett umgeändert werden. Die Agrarwirtschaft muss umgeändert werden, damit wir auch in Zukunft noch genug Nahrungsmittel anbauen können. Und wir müssen das CO2 sehr schnell reduzieren und auf Null führen, viel schneller, als das im Moment passiert. Und daraus folgt aus meiner Sicht, dass auch wenn wir noch nicht genug erneuerbare Energien haben, wir trotzdem die fossilen Brennstoffe rausnehmen müssen aus unserem Betrieb. Und das ist was, das trauen sich eigentlich keine Politiker, zumindest derzeit, wenn ich die Leute frage in der Wissenschaft, die sagen, naja, das wird alles ein bisschen länger dauern und dann wird man halt ein bisschen länger Kohle und Öl benutzen und dann wird es schon klappen, wird aber eben nicht klappen aus meiner Sicht. Wenn man so konsequent ist, wie man es sein muss, dann heißt das in Zukunft, Energie wird knapp und teuer. Dennoch muss man das tägliche Geschäft irgendwie am Laufen haben, insbesondere die Nahrungsmittelproduktion. Das heißt, auch ein essentieller Verkehr muss weiterlaufen. Und vermutlich werden die Bürger da sehr stark gegen demonstrieren, wenn sie nicht mehr einfach nur Auto fahren dürfen, weil sie Spaß daran haben. Man sieht ja heute schon, wenn man ein Stück Papier vor den Mund halten muss, um die Pandemie zu reduzieren, gibt das ja schon einen großen Aufschrei. Wie soll das sein, wenn man auf einmal nicht mehr genug zum Autofahren und zum Heizen hat?
Das sind aber alles Themen, die gehen weit über mein Fachgebiet hinaus und darum will ich da auch nicht näher drauf eingehen. Was ich mich als Naturwissenschaftler gefragt habe, ist, sind wir mal optimistisch und glauben, dass das Leben halt weitergehen will und soll und muss? Wie kann man dann die Systeme verändern, um eine möglichst nachhaltige Situation zu haben, in der man weiterhin Energie und Transport, also Verkehr, haben kann? Und das sehe ich so ein bisschen als meine Herausforderung. Da habe ich vor ein paar Jahren ein Buch über Energiewende geschrieben und ich mache auch Video-Lectures dazu. Und vor kurzem habe ich mich auch mit dem Thema Verkehr beschäftigt. All die Sachen können Sie kostenlos im Internet kriegen, sodass Sie sich da auch, falls Sie heute noch einschlafen während des Vortrags, können Sie sich dann da noch weiter darüber informieren. Also jetzt zu den Fakten. Der globale Energieverbrauch, der jede Sekunde im Mittel auf dieser Erde passiert, liegt bei 12.000 Gigawatt. Wie viel ist das? Nun, ein Kernkraftwerk erzeugt ungefähr 1 Gigawatt. Das heißt, man braucht ungefähr 12.000 Kernkraftwerke, um den Energieverbrauch global zu bewerkstelligen. Natürlich will keiner 12.000 Gigawatt, niemand will 12.000 Kernkraftwerke haben. Aber wenn ich dann die Kollegen frage, dann sagen die, ja, zumindest aber doch in Europa können wir sowas bauen. Die Frage ist dann natürlich, wie sollen die anderen Leute das machen? Etwa ein Viertel davon geht in den Verkehr. Das sollten Sie sich auch merken. Das heißt also, der Verkehr ist signifikant im Verbrauch und darum beschäftigen wir uns damit. Hier ist jetzt mal ein ganz kurzer Überblick über ein erneuerbares Energiesystem, was man dann studieren kann. Also ich bin der Überzeugung, dass wir in Zukunft erneuerbare Energien brauchen und keine fossilen und Kernenergien. Wir müssen uns also anschauen, wie sieht es mit der Energieproduktion, dem Transport, dem Speicher und dem Verbrauch aus. Und wir können jetzt durch die vier Kästchen mal eben schnell durchgehen, damit Sie verstehen, wie ich über diese Sachen denke. Bei der Energieproduktion gab es schon vor Jahrzehnten einen großen Streit darüber, wenn wir erneuerbare Energien haben wollen, wollen wir das lokal machen auf unserem Hausdach oder wollen wir das importieren? Damals war ich einer der Leute, die die Desertec-Stiftung mitgegründet haben. Bei Desertec, da hatten wir die Meinung, wir haben an anderen Orten viel bessere Möglichkeiten, Energien zu erzeugen. Das ist dann nicht nur billiger, sondern auch nachhaltiger, denn wenn wir die Windanlage in Hessen hinstellen, erzeugen wir eine bestimmte Menge Energie jedes Jahr. Wenn wir dieselbe Anlage nach Schleswig-Holstein stellen, erzeugen wir viel mehr Energie. Das heißt, mit dem gleichen Ressourcenverbrauch kann man dann mehr Energie erzeugen. Genauso bei Solaranlagen. Eine PV-Zelle auf meinem Dach erzeugt hier in Gießen eine gewisse Menge Strom jedes Jahr. Dieselbe Anlage erzeugt in Afrika das 2- bis 3-fache. Und das sehen wir hier auch an der Landkarte. Die roten Regionen sind die, wo besonders viel Solarenergie zur Verfügung steht. Und man sieht schnell, das sind hauptsächlich die Wüstenregionen auf der Erde. Am besten ist es noch hier in der Atacama-Wüste in Chile, aber auch in Nordafrika, Australien und vielen anderen Regionen hat man sehr gute Solarstandorte. Beim Windpotenzial ist es genau umgekehrt. Da hat man vor allem ganz im Norden und ganz im Süden, hier unten in Patagonien, sehr gute Windstandorte. Generell immer an den Küsten und offshore ist der Wind wesentlich gleichmäßiger und stärker als auf dem Land. Hier ein Beispiel für ein Solarkraftwerk. Mein Lieblingskraftwerk sozusagen ist dieser Solarturm. Man hat da ein riesiges Feld von Spiegeln. Tausende von Spiegeln, die alle beweglich sind und sich auf die Sonne ausrichten und die Sonnenstrahlen auf die Mitte, hier auf diese Turmspitze reflektieren. An der Turmspitze entsteht dann eine ungeheure Hitze, die dann mit einem Wärmeleitmittel abgeführt wird und dann teilweise hier unten in solchen Tanks gespeichert wird und teilweise gleich in Strom umgewandelt wird. Das heißt also, durch diese Wärmespeicher hier kann man Strom Tag und Nacht erzeugen und hat damit die Möglichkeit, eben auch nachts mit Solarstrom ohne Batteriespeicher oder andere komplizierte Geräte Strom zu haben. Desertec war aus meiner Sicht so ziemlich die erste Organisation, die sich damit beschäftigt hat, wie man den Planeten
unsere Erde insgesamt managen muss, wenn man über die Zukunft nachdenkt. Wir haben uns also da gefragt, wie kann man die Energie am günstigsten erzeugen, wie muss man das Ganze dann aufziehen. Und damals, das war 2008, ging es darum, dass wir Strom für Europa aus Nordafrika und dem Mittleren Osten gewinnen. Und da haben wir dann uns überlegt, wo würde man die Solarkraftwerke hinbauen, wo würde man die Windanlagen hinbauen. Und dann gibt es natürlich noch Solarthermie und Biomasse und alles Mögliche. Und das Konzept war eben, dass man da die Energie erzeugt, wo sie am günstigsten ist, um eben die besten Preise zu haben, aber auch um am nachhaltigsten zu sein. Gleichzeitig sollten wir eine Brücke zwischen Europa und Afrika bauen, als geopolitisches Ziel. Es ging also darum, dass in Nordafrika Arbeitsplätze geschaffen wurden und Strom verkauft werden konnte nach Europa, sodass da die Armut abnimmt. Wir wissen heute und wir wussten es auch damals schon, dass die Migration früher oder später zum Problem werden wird. Als Stromtransport haben wir Hochspannungsgleichstromleitungen vorgesehen gehabt. Das sind also normale Hochspannungsleitungen, nur dass da statt Wechselstrom Gleichstrom durchfließt. Auf diese Art und Weise kann man die Energieverluste verringern und man kann dann auch über tausende Kilometer sehr effizient den Strom transportieren. Das war die Idee damals. Dieses Netz kann man auch Overlay in Englisch Netz nennen, also ein Netz, was über dem existierenden Stromnetz noch draufgebaut wird. Das Netz hat Hochspannungsgleichstrom, während wir heutzutage ja das Verteilernetzwerk, das den Strom an alle einzelnen Haushalte vom Kraftwerk hin verteilt, das haben wir als Drehstromnetz, also Drehstrom ist eine bestimmte Form des Wechselstromes. Besonders hip im Moment für die Politik und die Wirtschaft sind andere Energieträger, nämlich insbesondere Wasserstoff, aber auch Methan, Ammonium und alle möglichen anderen chemischen Energieträger. Da wird im Moment überall dran geforscht und entwickelt. Und Sie haben alle sicher schon von der Wasserstoffinitiative gehört. Das ist also das, was im Moment total in ist. Das ist auch wichtig und nötig und hat auch viele Vorteile. Aber man soll nicht vergessen, sobald man aus dem Strom einen chemischen Energieträger synthetisch erzeugt und den dann wieder nutzt, hat man insgesamt eine Kette an Umwandlungen, die mindestens 50% Verluste hat. Das heißt also, wenn wir chemische Energieträger nehmen, haben wir mindestens die Hälfte der ursprünglichen Wind- und Solarenergie dabei weggeworfen. Das sollte man im Kopf haben. Darum haben wir damals eben auch gesagt, wir brauchen Stromleitungen und nicht den Transport von Wasserstoff. Wenn man sich das heute anschaut, was es denn gibt, haben Sie vielleicht in den Zeitungen gelesen, vor ein paar Wochen ist diese Nordlink-Leitung in Betrieb gegangen zwischen Norwegen und Deutschland. Das ist so eine Hochspannungsgleichstromübertragungslinie. Es gibt noch ein paar einzelne weitere von diesen Dingern, aber all das rote Netz, was wir hier mal als nützlich vorhergesagt haben, ist nicht gebaut worden, weil es eben wirtschaftlich sich nicht lohnte, weil eben immer noch Öl und Gas viel billiger sind als Strom aus Afrika. Das gilt übrigens heute nicht mehr. Seit kurzem kann man dort für 1 Cent die Kilowattstunde Strom erzeugen, während Sie hier in Deutschland ungefähr 20, 30 Cent zahlen, je nach Tarif. Ich versuche im Moment, die wissenschaftliche Community so ein bisschen davon zu überzeugen, dass wir so ein Kabel von Tunesien nach Rom bauen lassen. Dann könnten wir als Wissenschaftler den Strom günstig in Zukunft da einkaufen und dann hier von Rom aus ins europäische Verteilernetz schicken. Aber die Chancen sind klein, dass sowas passiert. Wie ich eben schon gesagt habe, wie sieht die Zukunft aus? Die Zukunft sollte erneuerbare Energie sein. Nach dem Paris Agreement müssen wir 100% erneuerbare Energien in Zukunft haben. Wie viel haben wir heute an Solar- und Windenergie? Man hört in den Zeitungen immer, wir sind bei 50%, mal bei 100%,
Man hat das Gefühl, es wird unheimlich viel Solar- und Windenergie erzeugt, aber das sind meistens 50% des Stromes und nicht der Gesamtenergie. Und es ist eben in Deutschland auch besser als in anderen Ländern. Global liegt der Solar- und Windanteil bei 2% und das nach ungefähr 20, 30 Jahren Förderung von Solarenergie. Das heißt, das Ganze geht sehr, sehr langsam. Und wenn Sie mich fragen, ich kann mir kaum vorstellen, dass in 20 Jahren aus den 2% 80% geworden sind. Deswegen vermute ich mal, dass das nicht schnell genug werden wird, dass die Erneuerbaren den gesamten Energiehaushalt herstellen können. Und dann wird eben entweder das folgen, was ich eben sagte, die Politiker werden sagen, ja, dann benutzen wir halt noch 10 Jahre länger Öl und Kohle, oder aber Energie wird knapp und teuer werden. Die positivere Option ist also, dass Energie knapp und teuer ist. Und auch das kann man heute schon in den Zeitungen lesen. Wenn wir das jetzt nicht auf die gesamte Welt übertragen, sondern auf Deutschland, dann kann man umrechnen, heute werden pro Sekunde 330 Gigawatt fossile Energien verbraucht, die nach Paris Agreement demnächst wegfallen müssen. Das entspricht 300 Kernkraftwerken. Und es gibt ja immer wieder noch neue Leute, die sagen, wir müssen in die Kernenergie wieder einsteigen. Dann wäre das Problem gelöst. Aber die haben alle nicht diese Zahlen hier im Kopf. Ich habe vor ein paar Wochen in einem Kreis von Experten geredet zu dem Thema. Die haben mir gesagt, die Zahl stimme nicht. Es sind niemals 300 Kernkraftwerke, die man bräuchte. Die Zahl wäre viel niedriger. Die haben sich dann nach dem Vortrag entschuldigt, nachdem sie es nachgerechnet haben. Wir bräuchten also wirklich, wenn wir in die Kernenergie umsteigen würden, 300 Kernkraftwerke allein für den deutschen fossilen Energieverbrauch, der ersetzt werden müsste. Und wir können uns ja überlegen, wo wir die alle in Deutschland hinstellen und was die Leute dann dazu sagen werden. Der Vollständigkeit halber, nach dem Energietransport brauchen wir noch die Energiespeicher. Da gibt es auch viel Verwirrung. Wir haben das sogenannte duale Speichersystem entwickelt und haben gesagt, wegen der fluktuierenden Natur der erneuerbaren Energien brauchen wir Speicher, das ist klar. Aber es gibt zwei Sorten von Fluktuationen, nämlich die eine, die sich auf Tag und Nacht bezieht. Also Solarenergie typischerweise ist tagsüber da, nachts nicht in Deutschland. Der Hauptverbrauch ist tagsüber da, nachts nicht so stark. Das ist die eine Art der Zeitskala. Und die andere Zeitskala sind die Jahreszeiten. Im Winter brauchen wir mehr Heizenergie. Im Winter ist mehr Windenergie da. Im Sommer ist weniger Wind, dafür mehr Sonne und so weiter. Und wenn man das alles miteinander verknüpft, kommt man dazu, dass man zwei Sorten von Speichern braucht, Kurzzeitspeicher und Langzeitspeicher. Langzeitspeicher müssen groß sein und deswegen billig, damit man das zahlen kann. Und die Kurzzeitspeicher können kleiner sein, müssen aber eine hohe Effizienz haben, denn sonst hat man jeden Tag Energieverluste, die sich dann aufsummieren. Das heißt also, unser Modell sagt, wir müssen es vermeiden, große und teure Speicher zu bauen. Und genau das haben einige Wirtschaftswissenschaftler, ich will jetzt keinen Namen nennen, gesagt, dass die erneuerbaren Energien zu teuer sind, weil man die Speicher nicht bezahlen kann. Und da ist genau dieser Fehler gemacht worden, dass man nicht zwischen kurzen und Langzeitspeichern unterschieden hat. Das Energiesystem ist hier nochmal komplett aufgezeichnet. Wir haben also hier die Energieproduktion, Solar und Wind hauptsächlich, dann den Verbrauch mit den drei Sektoren, Elektrizität, Wärme und Verkehr. Dann haben wir die Kurzzeitspeicher, Batterien, Pumpspeicher und Wärmespeicher und die Langzeitspeicher, die aus unserer Sicht nur als chemische Energieträger funktionieren können. Also man speichert Gas oder Treibstoffe und die muss man dann eben aus Biogas oder Biomasse erzeugen, beziehungsweise mit Power to Gas aus der Solar- und Windenergie synthetisch erzeugen. Und ganz wichtig dabei, das Ganze funktioniert in Deutschland oder in Europa so nicht. Das wäre wirklich viel zu teuer. Es geht nur, wenn man in die Regionen der Welt geht, wo viel Wind oder viel Sonne vorhanden ist. Das heißt, ganz wichtig ist hier,
der internationale Stromhandel und der internationale Handel mit erneuerbaren Energieträgern. Und dann sind wir jetzt auch schon im letzten der vier Blocks bei dem Energieverbrauch. Bitte? Gut, also die Frage war gerade, warum sind die Pumpspeicher bei den Kurzzeitspeichern und wie man die bauen will. Sie sind deswegen bei den Kurzzeitspeichern, weil man da sehr effizient kurzzeitig Energie speichern kann. Man pumpt ja Wasser einen Berg hoch und dann lässt man es runterlaufen und die Wasserturbine erzeugt den Strom. Dieser Kreislauf ist sehr effizient. Das heißt also, Größenordnung 80%, je nachdem, was weniger oder was mehr. Und das kann man durchaus jeden Tag machen, wenn man das möchte. Und weil die Effizienz so groß ist, ist es eben, gehört es sozusagen zu den wertvollen Speichern. Die Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland reichen bei weitem nicht aus. Wir haben da auch Studien zu gemacht. Mein Lieblingsvorschlag ist immer der, es gibt den Hambacher Forst und daneben ist das tiefe Loch. Und es gibt eine ganz einfache Weise, wie man aus dem Hambacher Loch ein großes Pumpspeicherkraftwerk bauen kann, indem man das mit Wasser volllaufen lässt, zur Hälfte zumindest oder auch ganz, und dann Hohlräume darunter baut. Da gibt es Konzepte, die kann ich jetzt hier wegen der Kürze der Zeit nicht erläutern. Aber da haben wir das studiert, dass man damit mehr als die zehnfache Leistung, die man bisher in Deutschland hat, alleine in diesem Hambacher Loch erzeugen könnte. Das heißt also, wenn RWE da nicht andere Dinge mit vorhätte, dann könnte man da sofort ein riesiges Pumpspeicherkraftwerk bauen. Ja, ich hoffe, das beantwortet die Frage. Jetzt gehen wir zurück zum Energieverbrauch. Da haben wir die drei Sektoren, Elektrizität, Mobilität und Wärme. Dazu braucht man sogenanntes Load Management, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber jetzt kann ich endlich zu dem eigentlichen Thema kommen, wo ich heute besonderen Wert drauf lege, nämlich die Schnellstraßenbahnen. Ich werde Ihnen jetzt erklären, dass ich behaupte, dass Schnellstraßenbahnen einen großen Teil der Verkehrsprobleme lösen und darüber hinaus die Schnellstraßenbahnen, die ich da vorschlage, einen Batteriespeicher haben sollen und diesen Batteriespeicher sollte man dann gleichzeitig als Kurzzeitspeicher für das deutsche Stromnetz nehmen. Die Straßenbahnen hängen über ihre Oberleitung am Netz, sodass zu jeder Zeit, wann immer man Stromknappheit in Deutschland hat, aus den tausenden Straßenbahnen, die man dann hätte, man aus den Batterien Strom zurückladen könnte, sodass man kurze Zeiten mit solchen Batterien überbrücken kann, ohne dass man jetzt speziell Kurzzeitspeicher für Deutschland fürs Stromnetz baut. Und da möchte ich jetzt mal im Detail darauf eingehen, warum ich denke, dass das Sinn macht. Auch da muss ich sagen, das ist jetzt nicht die Meinung der Wissenschaft an sich. Meine Kollegen halten vieles davon für absoluten Unsinn. Deswegen muss ich sie warnen. Aber ich habe es halt trotzdem veröffentlicht, obwohl ich die Warnungen meiner Kollegen hatte. Gut, also die Meinung ist die, wir müssen uns auch beim Verkehr um den Gesamtplaneten Gedanken machen und können nicht einfach das machen, was im Moment günstig ist. Was kann diese Schnellstraßenbahn, wie ich es hier behaupte? Sie kann aus meiner Meinung nach den Energieverbrauch im Verkehr um Faktor 10 reduzieren. Und da der Verkehr ein großer Anteil ist, ist es durchaus nachdenkenswert, sich das mal genauer anzugucken. Aus meiner Sicht kann man damit einen Komfort erzeugen, indem man diese Bahn on demand laufen lässt, von Ort zu Ort oder Stadtteil zu Stadtteil. Die sollen mit 130 über die Autobahn fahren und deswegen sehr schnell auch sein, um Leute von A nach B zu transportieren. Man braucht keinen neuen Flächenbedarf für diese Straßen. Alle reden davon, wir müssen mehr Bahnen haben, wir müssen mehr Schienenverkehr haben. Aber wenn man sich das überlegt, heißt das als erstes ja, dass man sehr viele neue Trassen in Deutschland bauen muss. Und das bedeutet wieder Verbrauch von Flächen, von Agrarflächen, von Wäldern und wie man mit den Schienen durch die Städte kommen soll, weiß man wahrscheinlich auch noch nicht. Gut, und dann eben noch der Aspekt zur Stabilisierung des Stromnetzes.
Ich versuche Ihnen das jetzt zu erklären, wieso ich dieser etwas absurden Idee mehr nachgegangen bin. Hier, das habe ich mal auf dem Sonntagsspaziergang in Gießen fotografiert. Das ist hier die Autobahn bei Fernwald. Da sieht man schön links hier die Autos, da würde dann die Straßenbahn fahren. Und rechts ist der Lastverkehr hauptsächlich. Und wir sehen, heutzutage ist der Transport fast komplett individuell mit einzelnen Autos und einzelnen Lastwagen. Transport ist aber eine Schlüsselkomponente von Wachstum und Globalisierung und das ist auch der Grund, warum der Verkehr so unheimlich angestiegen ist in den letzten Jahrzehnten. Ich hatte schon gesagt, das sind heutzutage 30% des Energieverbrauches. Wenn man da einen Faktor 10 gewinnen würde, wäre es das schon wert. Heutzutage, zumindest 2017, hat 98,5% dieses Energieverbrauchs auf Öl basiert. Und wir wissen ja, Öl produziert Treibhausgase, Greenhouse-Gas. Der Autoverkehr hat davon 44%, der Lastwagenverkehr 27%, dann haben wir noch Flug- und Schiffsverkehr und die Eisenbahn in Europa hat ungefähr 0,5% dieser Treibhausgase-Ausstöße. Und wir wissen, dass all diese schönen Fahrzeuge eigentlich verboten sind. In den nächsten Jahrzehnten müssen wir die alle verschrotten, weil wir nach dem Paris-Agreement eben keine Emissionen mehr haben dürfen im Verkehr. Das heißt, die fossilen Treibstoffe müssten eigentlich verboten werden in den nächsten Jahren. Das bedeutet, dass Energie, habe ich eben schon gesagt, knapp sein wird. Primärenergiequellen heutzutage sind also nicht mehr chemische Energieträger wie Kohle oder Gas, sondern es ist heute Wind- und Solarenergie hauptsächlich. Das heißt, es erzeugt Strom und wenn man aus dem Strom dann wieder Kraftstoffe erzeugen will, hat man eben die Ineffizienz, wo mehr als die Hälfte der Energie bei verloren geht. Früher hatten wir mal ein komplett erneuerbares Transportsystem. Die wenigsten werden sich noch an diese Zeiten wahrscheinlich erinnern. Und deswegen habe ich mir überlegt, was muss man machen, um wieder dahin zu kommen. Ich habe hier 5 Schritte aufgeschrieben, die ich Ihnen jetzt nicht alle im Detail durchnudeln möchte, weil ich Sie sonst noch mehr langweile. Aber Sie sollten die alle mal gesehen haben. Wer da mehr zu hören will, es gibt auf meinen YouTube-Lectures Nummer 29, gibt es da Details zu. Der erste Schritt ist, dass man den Gütertransport reduziert, also weniger konsumiert, die Äpfel nicht aus Neuseeland kauft und so weiter. Gibt es eine ganze Liste. Personenverkehr kann man reduzieren, indem man weniger Urlaubsreisen ins Ausland macht oder nicht zu jeder Konferenz nach Amerika fliegt. Schritt 3 ist, dass man kurze Strecken zu Fuß macht oder leichte Fahrzeuge benutzt. Da zeige ich Ihnen jetzt ein Bild, was ich unter leichten Fahrzeugen verstehe. E-Bikes, E-Scooter, kleine Elektroautos. Und dann eben auch Transportfahrräder und kleine Transporter für die Paketleute. Die jungen Leute, wie wir sie hier im Saal haben, können das Ganze natürlich auch ohne Batterien und ohne Motoren machen, auf normalen Fahrrädern. Aber es gibt ja auch Leute, die nicht mehr so fit sind und dann doch ganz gerne einen Elektromotor dabei haben. Der nächste Schritt ist der, was macht man in Großstädten? Da kann man nicht überall zu Fuß hinlaufen. Da sind U-Bahnen das Optimale. Und der 5. Schritt sind eben die Schnellstraßenbahnen, die ich dann noch näher erläutern möchte. In Großstädten haben wir ein sehr effizientes System mit U-Bahnen in den vielen Städten. Was natürlich stimmen muss, ist die Zuglänge und die Frequenz, damit das Ganze auch angenehm ablaufen kann. Man braucht Anschlüsse zu den Vorstädten und man muss irgendwas für den letzten Kilometer haben. Wenn Sie also nicht gleich neben der U-Bahn-Station wohnen, wollen Sie auch bei Regen irgendwie nach Hause kommen und da braucht man eben noch Zusätze, die irgendwie zur Verfügung gestellt werden müssen. Das ist aber nicht das Thema. Ich möchte jetzt auf das Hauptproblem eingehen, was eben bisher aus meiner Sicht nicht gelöst ist oder zumindest nicht gut gelöst ist.
Und das Hauptproblem ist, dass man für den Rest kein effizientes System hat. Was ist der Rest? Das ist die Mobilität in ländlichen Regionen, in Kleinstädten, in Vororten. Es ist auch die Mobilität für Langstrecken, wenn Sie in Urlaub fahren wollen, wenn Sie kleine Kinder dabei haben wollen, dann wollen Sie sicherlich nicht unbedingt mit dem Zug dreimal umsteigen und dann am Urlaubsort nicht wissen, wie Sie zu Ihrem Apartment kommen. Und Gütertransport auf mittleren und langen Strecken passiert auch fast nur mit großen Lastwagen und ist deswegen auch nicht effizient. Das Ergebnis ist, dass jeder sein eigenes Auto haben will und das auch in gewissem Sinne zu Recht. Wenn man aber jetzt Straßenbahnen an allen größeren Straßen hätte, sodass die nächste Straßenbahn vielleicht einen Kilometer maximal entfernt ist, dann bräuchten die Leute nicht unbedingt Autos und wollen dann vielleicht auch keins, denn Autos sind teuer und kosten viel Zeit und das muss ja eigentlich nicht sein. Die Automobilindustrie sieht es anders, die meint, dass der Individualverkehr die einzige Lösung ist. Die wollen weiterhin ihre SUVs verkaufen und ihre Laster und wenn sie kein Benzin mehr nutzen dürfen, dann eben Wasserstoff als Alternative. Und da haben wir eben schon gehört, der Primärenergieverbrauch ist zu groß. Und da gibt es eben Möglichkeiten, aus meiner Sicht ein Faktor 10 besser zu werden. Und wenn es theoretisch die Möglichkeit gibt, sollte man sich überlegen, ob man das nicht auch macht. Ich glaube, dass im Zuge des Klimawandels wir sowas machen müssen. Ich selber bin ja Physiker und wenn Sie jetzt Physikstudenten wären, würde ich Ihnen jetzt hier in aller Ruhe die Physik dazu erklären. Ich erspare Ihnen das jetzt. Ich will nur eins sagen, für den Transport braucht man nicht viel Energie. Wenn man im Weltall ist, braucht man eigentlich gar keine Energie dafür. Auf der Erde gibt es Reibung, darum brauchen wir Energie zum Transportieren. Aber da haben die Leute vor einiger Zeit Räder erfunden und seit wir die Räder haben, geht das Ganze viel leichter. Und die Ingenieure können auch ausrechnen oder die Physiker, wie groß die Rollreibung von einem Rad ist. Und was man dann lernt ist, wenn die Räder auf was sehr Hartem rollen, was nicht sich deformiert, dann ist die Rollreibung minimal. Das heißt also, harte Schienen sind das Beste, was man physikalisch für den Transport auf der Erde nutzen kann. Und da gibt es dann hier eine Menge Größen, die man in der Physik berechnen kann, um die Gesamtenergie auszurechnen. Die Rollreibung hängt also von der Masse und dem Untergrund ab. Und was man da in jedem Lehrbuch lesen kann, ist, dass diese Rollreibungskoeffizienten für ein Auto und ein LKW 5-mal so groß sind wie für ein Schienenfahrzeug. Das heißt also, die Rollreibung ist einfach schon mal ein Faktor 5 größer, wenn man nicht auf der Schiene die Sachen transportiert. Dann gibt es Luftwiderstand, da spielt die Geschwindigkeit eine große Rolle. Wenn die ICEs mit 300 Stundenkilometer fahren, dann verbrauchen die halt wesentlich mehr Energie pro Kilometer als ein Nahverkehrszug. Für Bergauf und runter und für Beschleunigung und Abbremsen braucht man Energie. Bei diesen Energien ist es aber so, dass man die rekuperieren kann. Das heißt, die Energie kann man wieder zurückgewinnen. Wenn man bergunter fährt, kann man da wieder Strom draus produzieren. Und wenn man abbremst vor der Ampel, kann man da auch Strom draus produzieren, sodass man diese Art der Energie wiedergewinnen kann, wenn man das richtige Fahrzeug dafür hat. Wirkungsgrade von Elektromotoren sind sehr hoch, um die 95%. Bei einem normalen Verbrennungsmotor bei 40%, das heißt, da gewinnt man auch wieder einen Faktor 2, wenn man von einem Benzin- oder Dieselauto zu einem Elektroauto übergeht. Und bei der Rekuperation gibt es auch Unterschiede. Das heißt also, wenn man sich rein die Physik anschaut, gibt es viele Möglichkeiten, den Transport energieeffizienter zu machen. Das Effizienteste habe ich hier mal aufgeschrieben, wegen der Reibung. Sollte man Züge auf Schienen benutzen statt Laster und Autos. Sie sollten nicht so schwer sein, sie sollten nicht so schnell sein, sie sollten einen kleinen Querschnitt haben oder eine große Länge. Sie müssen elektrisch betrieben werden, sie brauchen Oberleitungen, damit sie
direkt ins Stromnetz rekuperieren können, das heißt beim Bremsen die Energie sofort wieder zurückgeben, die sie vorher gebraucht haben. Und sie sollen hohe Auslastung haben und nicht so wie die Bundesbahn das macht, dass da den ganzen Tag irgendwelche fast leeren Züge durch die Landschaft fahren. Die sind dann halt sehr voll, wenn morgens und abends die Leute zur Arbeit fahren und deswegen will da auch keiner mitfahren, weil alles so voll ist. Und den Rest des Tages sind die oft ganz leer und da verbrauchen sie nur Energie, aber haben wenig Nutzen. Und ich denke mir, wenn man das hier beachtet, ist der Faktor 10 kein Problem an Energieeinsparung. Und wenn wir dann wirklich mal Energieknappheit haben werden, vielleicht in 10 Jahren, dann wäre es schön, wenn bis dahin solche Fahrzeuge da wären, die das auch mit wenig Energie können. Die Leute haben das schon immer benutzt. Hier im Bergwerk war es schon immer üblich, Schienenfahrzeuge zu haben. Später auch hier betrieben mit Pferden oder Mauleseln, weil man einfach gemerkt hat, man braucht weniger Pferde und weniger Nahrung, wenn man Schienen hat, als wenn man sie nicht hat. Es gab mal eine Hochzeit von Zügen und Straßenbahnen, das war so in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da hatte sogar Gießen Straßenbahnen, hier 4 Straßenbahnen am Marktplatz, das haben wir lange nicht gesehen. Paris, da sieht man 1, 2, 3, 4 oder 5 Straßenbahnen, die hier an der Kreuzung, eine Kreuzung verstopfen. Das ist die französische Art, Auto und Zug zu fahren wahrscheinlich. Und hier rechts sieht man aus den USA, war es so, dass die Ölindustrie groß wurde in den 30er Jahren, durch den Krieg auch vor allen Dingen. Und dass danach die Ölindustrie angefangen hat, die Nahverkehrszüge aufzukaufen und dann später zu verschrotten. Und so waren dann die Amerikaner insbesondere gezwungen, in ihren Großstädten auch Autos zu kaufen. Jetzt ist die Frage, kann man da wieder zurück und zurück zur Straßenbahn? Das will wahrscheinlich auch nicht jeder, aber ich schlage es trotzdem vor. Hier ist ein Beispiel aus Australien, eine Straßenbahn ohne Oberleitung, die allein mit Batteriebetrieb fährt. Für Passagiere, es gibt auch Straßenbahnen für Cargo, für Güter. Das ist hier in Dresden nach der Wende von VW genutzt und dann später wieder abgeschafft. Und ich will halt die Straßenbahn nicht nur durch die Städte fahren lassen, sondern auch über die Autobahnen. Das heißt also, wir brauchen eine extra Spur dafür. Ich würde auch die Autos mit Leitplanken abtrennen wollen, aus Sicherheitsgründen, weil man weiß ja, wie die Leute auf den Autobahnen Auto fahren. Dann brauchen wir hier Versorgungskanäle, da könnten wir unsere HGÜ-Stromleitungen durchleiten, dann gäbe es nicht mehr die Diskussionen mit den Naturschützern, die nicht wollen, dass man Hochspannungsleitungen quer durch den Wald zieht, dann würde man die einfach entlang der Autobahn ziehen und da könnte man auch noch Glasfasern durchziehen und wir hätten die Möglichkeit, mal auch in Deutschland schnelles Internet zu haben. Was wäre der Vorteil? Wir hätten eine Energieeffizienz, weil wir Schienen haben, Elektromotoren, Rekuperation über die Oberleitung. Und das würde ungefähr einen Faktor 10, wahrscheinlich sogar mehr bringen. Wir könnten das Stromnetz stabilisieren, weil die Batterien in den Zügen immer zugreifbar wären. Es gab Leute, die haben sich mal überlegt, wenn wir alle Elektroautos haben, können wir die Batterien der Elektroautos ja auch nutzen, um das Stromnetz zu stabilisieren. Und da kommt raus, mit einem kleinen Prozentsatz der Autos funktioniert das schon, aber bei Autos funktioniert es natürlich nur, solange die in der Steckdose stecken. Sobald das Auto nicht an der Steckdose angeschlossen ist, kann man auch die Batterieströme nicht als Puffer benutzen. Bei den Straßenbahnen wäre der Vorteil, dass sie im Wesentlichen immer da dran hängen. Und eben der hohe Nutzen ist, dass man, wenn man die Autoinfrastruktur für Züge und Leitungen benutzt, man keine neue Landnutzung hätte, was eben für die Biodiversität ganz wichtig wäre. Wie sähe das dann aus? Man hätte auf allen wichtigen Straßen Schienen. Man hätte weitgehend Oberleitungen, aber nicht überall. Zum Beispiel in Tunneln, Unterführungen oder Altstädten könnte man die Oberleitung weglassen und die Züge mit Batteriebetrieb fahren lassen.
Das Hauptproblem, weshalb das Ganze auch wahrscheinlich in unserer Gesellschaft nicht funktioniert, ist, man braucht eine Art Phasenübergang. Solange fast alle Leute Auto fahren und kaum jemand den Nahverkehr benutzt, will natürlich niemand die Autobahn freigeben für die Schienen und es will auch niemand umsteigen. Wenn aber einmal alle Leute Nahverkehr benutzen und diese Straßenbahn benutzen würden, also wenn man diesen Phasengang hinter sich hätte, auch jetzt nicht unbedingt erst nach dem nächsten Krieg, sondern eben durch eine gesellschaftliche Veränderung, dann könnte man das Ganze sehr komfortabel machen. Wir haben heutzutage ungefähr 100.000 Autos und LKWs auf den Autobahnen, auf jeder Autobahn pro Tag, auf einer typischen großen Autobahn. Wenn man diese typischen 100.000 Passagiere auf Straßenbahnen umpolen möchte, dann bedeutet das, man braucht alle 1 bis 2 Minuten eine Straßenbahn, was ja technisch kein Problem wäre. Wenn aber alle 1 bis 2 Minuten eine Straßenbahn fährt, dann ist klar, man hat keine langen Wartezeiten mehr und man kann von jedem Ort zu jedem Ort jederzeit eben mit so einer Straßenbahn fahren. Die Bahnen sollten mit 130 fahren. Und meine Idee wäre, dass man Direktverbindungen hat, wenn möglich. Das heißt, wenn Sie von Frankfurt nach Berlin fahren, dann steigen Sie in Frankfurt in die Straßenbahn ein. Die fährt dann nonstop über die Autobahn nach Berlin und da steigen Sie erst aus. Und das macht natürlich die Fahrzeit viel schneller als die der Bundesbahn oder der Deutschen Bahn, so heißt sie ja heute. Denn die Deutsche Bahn hält ja bekanntlich an jedem mehr oder weniger großen Ort. Das heißt, obwohl die nur 130 Stundenkilometer fährt und nicht 250, wäre die Straßenbahn viel schneller für die Fahrzeit als die normalen Bahnen. Ja, Sie dürfen was fragen. Also die Frage ist berechtigt. Vielleicht darf ich erstmal noch die Ergänzungen hier machen, dann wird vielleicht ein Teil daraus klar. Also die Frage war jetzt die, wie das ist, wenn man von Frankfurt nach Berlin will und die fährt nonstop da durch, wie kommt man denn dann nach Hannover zum Beispiel? Und da wäre es in der Tat so, wenn Sie alle 2 Minuten eine Bahn haben, fährt die eine nach Berlin, die nächste nach Hannover, die dritte nach Kassel, die vierte nach, wo auch immer, Rostock gibt es noch, viel mehr, doch gibt noch mehr Städte da in der Region. Das heißt also, das ist das, was ich mit Phasenübergang meine. Wir denken alle in dem, was wir bisher kennen. Und da kommen Busse eben meistens nicht oder nur jede Stunde und Straßenbahnen und Züge kommen eben auch nur alle halbe Stunde oder 2 Stunden. Würden wir diesen Phasengang und Übergang hinter uns haben und eine neue Gesellschaft haben und alle Leute würden den Nahverkehr, den öffentlichen Verkehr benutzen, dann hätten wir alle 2 Minuten Züge überall und dann würde jeder Zug in eine andere Richtung fahren. Und auf der Autobahn Frankfurt nach Süden hat man dann eben so viele Züge, dass immer einer auch zu dem Ort fährt, mehr oder weniger, wo man hin möchte. Und bevor ich dann noch näher darauf eingehe, möchte ich eben gerade noch das Folgende erklären, was das vielleicht noch mal klarer macht. Das heißt, wir haben auf diesen Straßen dann Züge, die in einer Kombination fahren, entweder nach Fahrplan, wo man dann auf seiner App nachgucken kann, wann kommt der nächste Zug nach Heidelberg und dann fährt man damit, oder eben auch über Bestellung, und das wäre das Neue, dass man On-Demand-Züge hätte, ähnlich wie man das bei der Uber-App hat. Uber ist ja in Deutschland weitgehend verboten, aber in anderen Ländern gibt es das, da tippen Sie ein, wo Sie sind und wo Sie hinwollen. Und der nächste Autofahrer, der ungefähr die gleiche Richtung fährt, der nimmt Sie dann mit. Und so wäre das bei den Straßenbahnen auch. Sie tippen ein, Sie wollen morgen früh von Heuchelheim nach Süddresden irgendwo. Und dann sagt Ihnen die App, ja, wir kommen Sie mit der Straßenbahn morgen um 8.73 Uhr, was weiß ich, bei Ihnen in der Straße holen. Und dann fährt diese Straßenbahn genau dahin, wo Sie wollen. Und die sammelt dann in der Region Gießen alle möglichen Leute ein und wenn die Bahn dann voll ist, dann fährt sie nonstop Richtung Dresden auf der Autobahn und in Dresden verteilt sie die Leute wieder in der Region, da wo sie hinwollen. Das ist die Idee dieses Konzeptes. Gut, und dann haben Sie eben verschiedene Wahlmöglichkeiten. Die erste war das mit dem Komfort.
Denn es ist ja so, dass es immer Leute gibt, die brauchen eben diese Haus-zu-Haus-Bedienung. Also die alleinerziehende Mutter mit drei Kindern will in Urlaub fahren. Die kann heutzutage kaum im Zug fahren, denn wer will schon mit Koffern umsteigen dreimal und dann noch ein Taxi nehmen? Das heißt, sie haben die Option, Direktzüge auf Bestellung zu haben. Sie können aber auch, wenn sie es billiger haben wollen, Züge nach Fahrplan nutzen und einfach nach ihrer App gucken, wann fährt der nächste Zug Richtung Süden, und dann steigen sie da ein und müssen dann irgendwann umsteigen. Umsteigen könnte man beispielsweise auf Autobahnraststätten, weil die ja jetzt für solche Möglichkeiten frei wären. Und man könnte natürlich, wenn das Ganze kommerziell betrieben werden, auch noch viele andere Optionen haben, wo wir heute kaum noch dran denken. So war das in den 20er Jahren für die reichen Leute mal. Da gab es sogar Leute, die hatten ihre eigenen Wagen, die dann an die Züge gehängt wurden. Sie könnten also Schlafwagen, Speisewagen haben, Räume, Züge mit Meetingräumen. Sie könnten sogar wieder Telefonkabinen haben, wo die Leute im Zug in aller Lautstärke telefonieren können, ohne alle anderen zu stören. Und sie könnten auch Indoor-Spielplätze haben und rollende Kneipen sozusagen, wo sie nach der Arbeit in aller Ruhe sich ein Bier reinziehen können. Ein weiterer Aspekt ist der der Sicherheit. Wir haben heutzutage 170.000 Unfälle pro Jahr auf deutschen Autobahnen. Die hätte man dann vermutlich nicht mehr, zumindest mal nicht für die Leute, die in den Straßenbahnen fahren. Das Ganze müsste natürlich automatisiert betrieben werden. Das ist eine riesige Herausforderung an Big Data, wie man das heute so schön nennt, und Machine Learning und was auch immer. Das ist also ähnlich eher zu vergleichen mit zum Beispiel der Flugsicherung an den großen Flughäfen. Da ist es ja auch so, wenn in Frankfurt ein Flugzeug aus Amerika landen will, dann kriegt das schon in Amerika gesagt, wann es losfliegen muss, damit es zur richtigen Zeit in Frankfurt ankommt und da die Freigabe bekommt. Genauso müsste auch so ein Straßenbahnsystem mit einer sehr intelligenten Software gesteuert werden. Man würde die Züge remote autonom fahren lassen können, weil die Züge ja sowieso nur die Strecke fahren können, die von außen vorgegeben ist. Das ist trivial. Aber man könnte auch Remote Driver haben, wenn irgendwo ein Unfall ist oder so, dass sich die Fahrer der Straßenbahnen über online zuschalten und über Kameras dann sehen, was los ist und was in der Umgebung passiert. Das heißt, durch eine Fußgängerzone könnte man so eine Straßenbahn dann mit einem Remote Driver versehen, damit der nicht nur autonom fahren würde. So, das war jetzt alles Zukunftsmusik. Die Frage ist, kann man überhaupt theoretisch dahin kommen? Was müsste man machen, um dahin zu kommen? Und darum habe ich mal überlegt, dass es eigentlich vier Schritte gibt, die in diese Richtung gehen könnten, ohne dass man diesen Phasenübergang jetzt komplett hätte. Normalerweise ist es ja so, dass man diese Phasenübergänge nach großen Kriegen hat. Zum Beispiel im Westen sind nach dem Zweiten Weltkrieg die Straßenbahnen fast überall zerstört worden und man hat sie nicht mehr neu aufgebaut. Der erste Schritt wäre, dass man Busse on Demand wieder baut. Da habe ich jetzt vor kurzem gesehen, in Frankfurt gibt es jetzt einen Rufbus-Service mit 600 virtuellen Haltestellen. Das ist also genau sowas, was in die Richtung geht. Das wird natürlich in Frankfurt nicht so gut funktionieren, weil solche Systeme dann besonders effektiv sind, wenn sehr viele Leute das benutzen. Wenn also alle zwei Minuten irgendwer einen Bus haben will, dann kann man das so sortieren, dass er die Leute einsammelt und wieder ausspuckt. Wenn da aber nur jede Stunde mal einer anruft, dann muss der Bus dahin fahren, muss die Person holen und wohin anders hinfahren, dann ist es noch weniger effizient, als wenn die Person mit dem Auto fährt. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das nächste sind Oberleitungsbusse, weil die besonders effizient sind. Da habe ich jetzt gelesen, dass Marburg eine O-Buslinie bekommt. Die fahren also dann mit einer Oberleitung hoch zum Klinikum, die Berge rauf. Und wenn Sie runterfahren, da haben Sie keine Oberleitung mehr, da laden Sie Ihre Batterien auf, sodass das also ein sehr effizientes System ist. Das heißt also, die ersten Städte gehen jetzt zurück zu Oberleitungen.
Das hat eben den großen Vorteil, dass man keine großen Batterien in den Bussen braucht und dass man sehr effizient ist. Das nächste ist das, was es in China inzwischen gibt. Das nennt sich Autonomous Rail Rapid Transit System, auch ART genannt. Das sind so eine Art Straßenbahnen, die auf normalen Straßen fahren, aber keine Schienen haben, sondern einfach nur so eine gemalte Doppellinie. Und diese Straßenbahnen können autonom an diesen Doppellinien einfach entlangfahren. Ist heutzutage ja kein Problem, ist eine typische Bachelorarbeit bei uns im Institut zum Beispiel, sowas zu programmieren. Das funktioniert und das gibt es schon in China. Und man sieht, die fahren also wirklich hier auf einer autobahnähnlichen Straße. Und da hatte ich Ihnen eigentlich ein Video mitgebracht, aber weil mein Laptop nicht funktioniert, können Sie jetzt nur die Bilder sehen. Also das zeigt, wie diese Bahn autonom fährt auf diesen Linien und eben schon einen Schritt weiter in die Richtung ist, die ich mir vorstelle, dass die Zukunft aussehen könnte. Da passen sowas wie, glaube ich, 300 Leute rein in so eine Eisenbahn. Das ist das Video, das können Sie sich hier unter YouTube, unter dem Link zu Hause angucken, wenn Sie wollen. Das heißt, das gibt es schon. Und was ist jetzt der Unterschied zur Schnellstraßenbahn im Vergleich zu dem, was es in China schon gibt? Nun, die Schnellstraßenbahn ist sozusagen die chinesische Bahn, nur dass meine eben auf Schienen fahren soll und nicht nur auf weißen Linien, damit der Energieverbrauch kleiner ist. Sie soll nicht nur mit Batterie fahren, sondern auch mit Oberleitungen, damit man die Batterien der Straßenbahn benutzen kann, um ins Netz zurückzuspeisen und das Stromnetz zu stabilisieren. Und im Betrieb ist der große Unterschied, dass ich das auch für Lasten haben will. Das heißt also, große Fabriken oder irgendwelche Speditionsfirmen würden dann ihren Gleisanschluss bekommen und würden die Sachen gleich in die Bahn einladen und nicht in die Züge. Früher hatte jede Fabrik ihren Gleisanschluss. Die sind dann über die Jahrzehnte alle in Deutschland abgebaut worden. Das müsste man wieder neu machen. Und der andere große Unterschied ist, dass man die nicht nur nach Fahrplan fahren lässt, sondern eben auch on demand, damit eben auch die Leute, die nicht umsteigen können oder wollen, eben direkte Züge von ihrem Ausgangsort zu ihrem Zielort haben. Damit bin ich am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören und Sie dürfen gerne auch jetzt noch Fragen stellen. Thank you.